In den Sümpfen hätten wir alles. Im Cordon hätten wir alles. Banditengebiet sowieso. Freiheitsbanditengebiet, also Dunkle Tal hätten wir auch alles. Wächtergebiet hätten wir alles. Und im Zombiegebiet in Yanta auch. Das heißt, dann würde nur noch eins, der dunkle, der rote Wald, so heißt ganz genau das Gebiet, der würde übrig bleiben. Das wird dann auch wirklich hässlich drinnen. Und hier das Gebiet, also das ist hier dieses diese Militärbasis, ja, genau, ja, das Gebiet halt bleibt dann auch noch übrig. Ja, ich tue da jetzt am besten mal einen Übergang reinhauen, weil den ganzen Weg, den ich da jetzt hier so entlang rennen werde, müsst ihr euch nicht geben, finde das auch selber langweilig und werde schauen, dass ich da wie am schnellsten rübersprinte. Also bis gleich. So lala, willkommen zurück. Hier sind wir bei der netten Säureanomalie in den Sümpfen. Ich hoffe, es zahlt sich wirklich aus, dass ich da jetzt zurückkomme, weil ja, ich habe doch ein recht großes Stück zurückgelegt. Nebenbei, hier im Banditengebiet hier unten rechts ist eine Anomalie, die ich mir nicht holen habe können. Da habe ich ein paar Mal laden müssen und habe die dann, also die ist dann erschienen und die habe ich mir auch rausholen können. Also nur ganz so nebenbei zur Info. So, und wir hauen uns da jetzt durch die schlimmste Giftanomalie, die es so ziemlich gibt im Spiel. Und Fleischklumpen, ja, das glaube ich zahlt sich aus. Ja, schon langsam, ihr merkt, mein Redefluss sinkt deutlich. Und draußen sind wir ohne wirklich große Probleme. Wir haben weder Leben verloren, noch ist uns irgendwas passiert. Ja, wir haben wieder Schutz gegen Verätzung für 4000 Rubel. Zahlt sich definitiv eigentlich aus, muss ich sagen. Ja, also, ja, ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was wir uns da jetzt tatsächlich alles geholt haben. Wir haben da jetzt fast alle Gebiete anomaliemäßig abgeklappert, alles geholt, was da eigentlich nur mehr noch wirklich zum Holen ist. Ja, so. Nächster Ziel im Prinzip wäre jetzt eigentlich so eine Sache halt. Ich könnte mich jetzt zum Beispiel den Banditen anschließen. Obwohl ich weiß nicht, ob ich sogar nicht fraktionslos bleibe, muss ich jetzt sagen, im Endeffekt. Da das eigentlich die meisten Vorteile bringt, ne? Also ich bin hier mit außer den Abtrünnigen, die für mich keine Fraktion sind, bin ich mit keinem verfeindet. Freiheit, genauso wie die Stalk, habe ich sind schon grün. Clear Sky ist mir auch recht freundlich gesinnt. Ja, weiß ich nicht. Je nachdem, was ich mache, also keine Ahnung. Ja, ich werde mich jetzt in den roten Wald begeben, das heißt, ich muss da hier über das Zombie-Gebiet hier hinstoßen. Und ja, ich habe jetzt eigentlich beschlossen, dass dadurch, dass wir so gut ausgerüstet sind jetzt mit den Sachen, die wir haben, ist das Spiel doch eigentlich recht monoton. Und ja, ich weiß überhaupt nicht mal, ob sich irgendwer noch das Let's Play anschaut, ja, weil es mittlerweile mir selber auch jetzt sehr langweilig geworden ist. Das heißt, ich werde da jetzt eigentlich noch den roten Wald machen. Da gibt es ein bisschen Story-Technisches, genauso wie Anomalien gibt es da 3, 4 wirklich riesengroße, ja, die werde ich mir holen. Und nach dem roten Wald werde ich das Let's Play eigentlich auch mehr oder weniger abbrechen. Einfach wie gesagt, aus dem Grund da, ich spiele das jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad Meister ja gerade und ja, die Ausrüstung passt, die Waffen passen und es ist einfach, ja, die Ziele, die, ja, keine Ahnung, es sind einfach langweilig geworden, also es ist alles einfach viel zu einfach, ja. Und genau aus dem Grund einfach, ja, wie gesagt, werde ich das einfach dann, wenn ich den roten Wald abgeschlossen habe, einfach abbrechen, das Let's Play. Ja, ich hoffe auf jeden Fall definitiv, dass jedem, der es sich bis jetzt hier angeschaut hat, vielleicht, dass ich die Leute motivieren konnte oder kann, dass sie selber mal das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Meister spielen, da
da ist eigentlich jeder, der es gesehen hat, hat eigentlich schon bemerkt, dass der Anfang eigentlich in dem Spiel richtig tricky ist und richtig schwer eigentlich. Also wirklich hardcore gelungen und ja. Na gut, ich würde mal sagen, auf meiner Uhr ist es jetzt 21.34 Uhr. Ich möchte in ein paar Minuten noch ins Fitnesscenter gehen, ein Workout machen. Das heißt, ja, ich würde mal sagen, für die Episode war's. War eigentlich recht monoton, muss ich selber gestehen. Habe mich selber teilweise gelangweilt. Da es einfach schon fast überhaupt nichts mehr zum Erklären gibt. Ja, also es ist, ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich schon wirklich fast alles gesagt, was es über dieses Spiel zu wissen gibt. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall definitiv, dass euch mein Weg gefallen hat. Also meine Vorgehensweise im Spiel, möchte ich sagen. Ja, weil es natürlich, man kann das Spiel auf mehrere Weisen angehen, so wie jedes Spiel eigentlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet doch das eine oder andere gutheißen und ja. Na gut, für die Episode soll es wie gesagt schon gewesen sein. Ich möchte hier noch mal kurz darauf anmerken, eigentlich, wie gesagt, das Spiel ist 2008 oder 2009 rausgekommen. Schaut euch bitte nochmal wirklich kurz so an, die Grafik, wie geil, genial das eigentlich gemacht worden ist. Ich möchte jetzt nochmal kurz hier ein bisschen so entlang laufen. Hoffentlich da jetzt nicht in die Mutanten hinein. Damit man das Licht, also hier hinten diese Pumpstation sehen kann, ja. Wie geil das doch eigentlich richtig ausschaut. Also vor allem die Lichteffekte, also mir gefällt das wirklich da wunderschön. Das ist auch eine so der Sachen, die ich sage, die persönlich mir an Clear Sky sehr gut gefallen, generell an den Stalkereien, dass sie grafiktechnisch immer auf einem der besten Stände so waren, also grafiktechnisch, boah, was für ein Wort, sehr gut gemacht waren und einfach auch nur recht hart und unfair und jo, also wie gesagt, war jetzt eigentlich, glaube ich, die vorletzte Episode. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Roten Wald beim nächsten Durchgang komplett schaffe. Das sind dann sicher noch 1 bis 2 Stunden Playtime, aber sollte gehen. Vor allem freue ich mich hier auf diese Anomalie, die genau hier auf diesen, in diesem Örtchen versteckt ist. Das ist nämlich die allerstärkste und allergrößte und allermächtigste Anomalie. Möchte da jetzt nicht noch mehr spoilern. Ja, na gut, dann lassen wir es mal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall definitiv, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugeschaut habt. Ja, auch wie gesagt, wenn diese Episode recht langweilig war, einfach nur Artefaktjagd war, aber ja, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie ein Artefaktmensch, also ein Artefaktjäger. Jo Leute, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal bei der letzten oder vorletzten Fragezeichen Episode von Let's Play Stalker Clear Sky. Mein Name ist Nvidia, signing out.